Ja, ob ich das so gut finden soll, wenn sie ihre Fähigkeiten benutzen, wenn ich es nicht will. Und ja, eigentlich würde ich die ganzen Fähigkeiten hier rausschmeißen, die Partnerfähigkeiten sind, weil eigentlich brauche ich die selber nicht. Es reicht, wenn die bei meinen Leuten nachher drin sind, ganz hinten, dass ich weiß, dass die das Partnerfähigkeiten sind, also Gruppen, also genau, Gruppenfähigkeiten, Kombofähigkeiten. Und das hier hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Wasser mit Käse. Will do. Und ein Blutstein. Der ist nur zum Verkaufen, ne? Ja gut, es hat Erfahrungspunkte gebracht und mich fast auf das nächste Level katapultiert. Was kannst du mir eigentlich Nützliches sagen? Landry bleibt stehen und fährt sich mit seinen Händen hastig über sein Bandelier und seinen Gürtel, wobei er leise ein Inventar seiner Tinten und Schreibfedern aufsagt. Als er sich schließlich vergewissert hat, dass all seine Besitzer an ihrem Platz sind, schaut er lächelnd zu dir hoch. Was kann ich für dich tun? Erzähl mir über deine Magie. Ich gebe dich gern mit solchen Dingen an. Ich habe dich nicht zum Angeben aufgefordert, sondern mal einfach, über welche Fähigkeiten du verfügst. Meine drei Schwerpunkte sind Bewahrung, Tarnung und Heilung. Künste, die mir in diesem neu gefundenen Leben als umherreisendes Beutetier gute Dienste geleistet haben. Die Weißen studieren allerlei Magie, aber ich als Chronist wollte Magie erlernen, mit der ich mehr sehen, mehr erreichen und Objekte vom historischen Wert beschützen konnte. Da ich mich wie ein altes, schutzbedürftiges Relikt fühle, passen meine Fähigkeiten ganz gut zu mir. Kannst du mir was beibringen? Sicher, ich kann dir zeigen, wie du deine eigenen Tinten mischen kannst, wie man Vögel so aufzieht, dass sie für eine eigene Mut dass sie einen für eine eigene Mutter halten, wie man Pergament aus einer Ziege macht. Aber ich bin mir sicher, dass du lieber etwas Magie lernen würdest. Wenn die Schule von Tinte und Feder noch eine Rolle spielte, würde ich mich jetzt zugeknöpfter geben, aber wenn wir zusammenreisen werden, dann solltest du besser wissen, wie man Wunden versorgt. Besonders dann sollte ich getötet werden. Ich weiß, dass uns dieses Edikt immer noch droht, aber wenn du nur ein paar Stunden aufbringen könntest, so würde ich dich in den Grundlagen der Heilmagie unterweisen. Oder dir zumindest zeigen, wie ich sie gelernt habe. Was du heute kannst besorgen, es wäre mir eine Ehre, wenn du ein wenig von deinem Wissen mit mir teilst. Die Zeit drängt, dass hier kein Warten. Nehmen wir mal das Mittlere. Bei so einem Weisen mit Heilmagie ist es immer nicht schlecht, was zu haben. Und ein bisschen Loyalität bei ihm schadet auch nicht. Der Weise durchstöbert seine Beutel, holt eine lange Schreibfeder und ein zerknittertes Stück Pergament hervor. Mit 7 schnellen Federstrichen zeichnet er ein Muster auf die Seite. Wir werden mit den Grundprinzipien anfangen. Für die Wundversorgung und Schmerzlinderung wirken wir die Magie der Waisenamme, der Archonte der Wiedergeburt. Durch das Wirken ihres Sigils ist es uns möglich, ihr Können für kurze Zeit durch unsere Hände zu bündeln. Folge nun den Linien des Sigils in der Reihenfolge, wie ich sie gezeichnet habe. Was kannst du mir über die Archontin erzählen? Ich wusste gar nicht, dass du dich für unsere Geschichte interessierst. Nun, die Waisenamme wurde im Jahr 160 geboren und verbeugte sich 201 vor Kyros. Man sagte, wo sie auch wandelte, sprossen die Pflanzen und die Kranken bekamen neue Lebenskraft. Außerdem bescherte sie den meisten Leuten Wutanfälle und machte tierläufig. So, sie klingt ziemlich aufrührerisch. Wir kennen ihre Magie dank einem ihrer Anhänger, der 222 zur Verbreitung ihres Wissens in die Stufenöder siedelte. Und das war etwas, das unter Kyros Gesetz illegal ist. Dafür und für eine Unzahl weiterer Übertretungen wurde die Waisenamme über ein Jahrhundert lang eingekerkert, oder zumindest erzählt man sich das so. Also folgen wir mal den Anweisungen. Da dies nicht dein erster Zauber ist, werde ich ein bisschen schneller weitermachen, aber du wirst sicherlich mithalten können. Landwirt zeigt dir mit schier endloser Wiederholung, wie man das mystische Sigil zeichnet. Du wedelst stundenlang mit deiner Hand durch die Luft, bevor du endlich beim Zeichnen des Musters spürst, wie die Macht durch deine Adern strömt.
Wenn wir hier 5 Skillringe im Leben beherrschen. Also soll ich was anderes sprechen. Okay. In der Tat, mein Appetit über mich selbst zu sprechen ist endlich und ich bin schon mehr als satt. Lass uns weiterziehen. So. Neuen Zauberkern erlernt. Siegel des Lebens. Was kann ich denn damit Schönes machen? Einmal die heilsame Berührung, die auch er benutzt. Genau. Oder heilender Hauch. Verbündete plus 4 Gesundheit. Wirkungsbereich auf Persönliche plus 2 Gesundheit. Verschießt eine verschießwissige Strahlen Lebensenergie beim Ziel eine große Menge Gesundheit regenerieren. Verschießwissige Strahlen Lebensenergie, die beim Ziel eine große Menge Gesundheit regenerieren. Okay. Ziel Verbündete plus 4 Gesundheit, Erholung. Erholung ist die Zeit zwischen Aktionen, bla bla bla. 3 Geschosse. Ich nehme mal das hier und putsche es ein bisschen auf. Indem ich es einfach mal stärker mache. Kann ich auch die Reichweite noch erhöhen. Oder... Nee, Genauigkeit brauche ich nicht erhöhen, weil das als Heilzauber dürfte das ja immer treffen. Nur die Reichweite. So. Und ihn würde ich gerne, weil das kann. Mit dem Frosthauch eindecken. Ah, die bringt mir leider nichts. Packbar Genauigkeit mit drauf. So. Sehr schön. Und ganz ehrlich, weil es... Ich hoffe, dass die Abklingzeit nicht direkt miteinander verwoben ist. Gebe ich ihm auch mal diesen Zauber hier. So. Ja, ich kann jetzt Frost beherrschen, Leben beherrschen und Lebenskraft beherrschen. Und dadurch, dass wir jetzt gewartet haben und auf ihn gehört haben, sind sogar die Wunden verstrichen. Finde ich sehr gut. Gut, dann gehen wir mal in die Wildnis vom Fangnessel. Oder wir gehen in die nördliche Lichtung erstmal. Ich würde sagen, erstmal in die nördliche Lichtung, um herauszufinden, was mit den Erdhexen passiert ist, bevor wir uns der Hauptquest hier widmen. Ja, 13 Stunden. Dumm, die dumm. Und es ist schon wieder fast Abend. Oh, das sieht schon mal nicht so toll aus. Time to lighten my step. Kommt raus, ihr Feiglinge. Eine Ehrenwache, eine Sonnenwache, ein Bogenschütze und ein Grenzläufer. Let's be off. Okay, ich denke mal... Nein. Oh, da ist noch ein Weiser dazwischen gewesen.
Okay, der Weiße muss weg. As you come out. Right. Das heißt, du wechselst mal die Waffe. I'm feeling so great. Du hast ja gerade einen Zauber gelernt, den ich mal hier reinziehen kann, also halt ich mal selber. Das hat jetzt gut geklappt. Wie ist der Grenzläufer da hochgekommen? Okay. Die Idee, mich da oben zu verschanzen, war nicht schlecht. Yes. They won't see me coming. So, du wechselst gleich mal deine Waffe. Let's have it then. You got it. Ihr begibt euch nach da. Oh. I'll miss that from the record. Halt, du. Get back here. Der Grenzläufer ist also in der Lage, uns einfach zu flankieren. Das finde ich auch nicht so nett. Und ich finde es nicht so gut, wenn meine Leute ihre Skills selber benutzen. Deswegen gehen wir mal Gruppe verteidigen. Mich selbst verteidigen. Das mache ich mal aus. Dass du nur Basisangriffe und dich selbst verteidigst. Du auch nur dich selbst. Und du auch nur dich selbst. So. On it. Of course. As you command. Airtex-Kapuze. Und ein Airtex-Stab. So. Stepping lightly. Du hast nicht die Reichweite, hä? Nein. Right. Come at me, great meat. I learned something every Ouch. Day. Nicht gut, wenn... Au. Vielleicht ist das da oben verbarrikadieren doch keine so gute Idee. Will do. Ah, was mache ich am besten? Frontalangriff ist wahrscheinlich auch nicht so wirksam. Auch wenn ich es mal damit probieren könnte. You didn't see nothing. Kommt raus, ihr Feiglinge. Spar dir deine Worte, wir sollten sie einfach raushungern. Honey, trouble is a
Okay. Ich muss mir jetzt überlegen, was ich... Warum buffe ich mich eigentlich nicht erstmal? Das wäre auch so eine tolle Idee. Mich buffen und dann vor die Kanne rein. So. I got it. Du dich selber. As you command. Du sie. Won't happen. Und dich selber. I got it. More tally is to the fight. Ja. Du hinter mir bist lästig. At once. Graven Ash Blast! Get back here! Jetzt bist du unsichtbar. Du heil dich mal selber. Du hast den Zauber, um ihn zu heilen.